Ja, hallo liebe Leute, Stjami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Elementarschaman, den habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, deswegen komme ich wahrscheinlich gar nicht drauf klar, kann aber witzig werden. Der ist zurzeit 463. Spielen mit Atem der Sterbenden, Blut des Feindes, Konflikt und Zwietracht und Erinnerungen in den Klartraum. Und dann spielen wir hier noch mit Totem des Himmelszorns, Blitzschlag, Lasso und Spektrale Erholung. Und wie es aussieht, gehen wir sogar für einen Zerg. Das fängt schon mal gut an, halt. Ich liebe das, wenn wir direkt so anfangen. Wir geben einfach mal dem hier direkt mal Flame Shock. Eigentlich ist egal, wem wir geben. Hauptsache, wir haben mal irgendwas am Laufen. Können eigentlich hier auch gleich unseren Elementar aufstellen. Und dann würde ich mal sagen, Meteor geht rein mit Essenz und allem. Wunderschöne Kombo, erstmal 50% HP weg. Vielleicht können wir killen. Wunderbar, wunderbar. Dann kicken wir das. Wobei, da ging daneben, weil der andere ja gekickt hat. Wir slowen ihn mal, schauen, ob wir nachkommen. Double Blink ist raus, heißt keine Mobility mehr. Purge nimmt das Shield nochmal weg. Schauen, dass wir ihn hier... ich komme gerade nicht ran. Schauen, dass wir ihn nochmal slowen. Er wird sowieso wieder aufgedeckt. Ich weiß nicht, wozu er gerade überhaupt Stealth geht. Breft mich hier erstmal, schieren das. Schauen, dass wir hier beides drauf haben auf ihm. Dann gehen wir hier mal Lasso und dann können wir ihn hier einmal nur knocken. Das ging sich nicht aus. Ich bin mad, Alter. Dass sich das gerade nicht ausging, war frech eigentlich. Okay, da hat er komplett verkackt. Ich weiß nicht, was das gerade hätte werden sollen. Aber wir können uns auf jeden Fall mal healen. Nein, der brieft mich nochmal und schiebt mich dann nochmal. Er hielt mich ja jetzt wieder full, wenn er... Hä? Der hat sicher irgendwen gesehen, wie man so ein Tutorial angeschaut oder was, wie man spielt gegen gewisse Leute oder so. Und dann hat es irgendwie nicht so hingehauen, wie sich das gerade vorgestellt hat. Wir können ihn auf jeden Fall gleich wieder slowen und zwar jetzt. Können schauen, dass ihr noch alles drauf hat die ganze Zeit. Können ihm die ganze Zeit nachlaufen. Eigentlich ist ziemlich egal, was wir hier machen. Solange wir hier... Nice Freeze, Bro. Schauen wir, ob er nochmal für den Sheep geht. Er geht nicht für den Sheep, was gerade ein bisschen verwunderlich ist. Wir slowen ihn hier nochmal. Schauen, dass wir immer wieder Line of Sight gehen. Können ihn hier auch nochmal kicken. Können ihn nochmal slowen. Slowen ihn nochmal. Purge nimmt das Shield runter. Und schauen einfach, was hier gerade abgeht. Wird mich wahrscheinlich jetzt locken. Das ist sehr, sehr gut. Dann kann ich ihn nämlich froggen. Dann kann er nämlich gar nichts machen gerade. Und ich kann mich wieder toppen hier. Können ihn nochmal slowen. Und jetzt sollte eigentlich brocken hier. Da brockt er auch schon. Hat allerdings nichts mehr. Und sollte eigentlich einfach verbrennen. Wunderbar. Da muss er nochmal ein bisschen üben, nochmal ein bisschen Tutorials anschauen, wie man sich ein 1v1 als Fire Mage gibt. Normalerweise gehst du halt für einen Greater Pyro und nach dem Greater Pyro machst direkt den Ring drauf, dann kannst du nämlich zwei Greaters auf einmal ballern, wo er von beiden den Schaden kriegt und okay, die Leap ist raus, Charge ist raus, kannst von beiden den Ding machen und dann bist du halt nochmal bei Weitem besser an, weil, jetzt Reflex hat er den Frostshock, das ist nicht gut. Schauen wir mal, ob er für den Sprint geht, geht nicht für den Sprint, das heißt, wir können ihn auf Range ein bisschen zerlegen gerade. Schauen, dass wir hier CDs anmachen. Last Stand wird gezogen. Alles ist an. Wir schauen immer, dass wir ihn wieder geslowt halten, damit er nicht allzu weit kommt. Schauen, dass wir auch nicht in seine Line gleich laufen. Wenn es geht, können wir ihn hier kurz lassen. Schauen, dass wir unten stehen, falls er nochmal was usen will. Sollte aber für ihn gewesen sein. Wunderbar. Dann lassen wir den erst gar nicht die Flagge hier nehmen als Tank. Das ist nämlich auch immer nicht so geil. Haben schon zwei wunderschöne 1v1s gehabt in dem BG jetzt. Ich spiele auch jetzt finally mal mit dem Lava Shock Trade. Habe ich wenigstens mal zweimal. Das bringt mir quasi, dass mein Air-Jog bei Weitem höher hittet, als er normalerweise würde. Wem gehört der Leerwandler? Der läuft die ganze Zeit übers komplette Schlachtfeld. Er gehört unserem. Der steht halt da vorne. Wir schauen mal, ob sich er wieder ein 1v1 geben will. Er blinkt direkt mal in unseren Zerg rein. Der ist nicht so woke gerade. Würde ich fast mal behaupten. Wir können hier mal... gib dem Coil, dann gehen wir mit dem Lasso hinterher. Dann fliegen hier schon die Bolts rein und da ist er auch schon tot. Wir kriegen aber die Flagge auch nicht raus. Ich denke mal, dass die gar nicht alle hier sind und irgendwie gefahren werden, sondern ich denke, dass die alle deffen drin, habe ich so das Gefühl. Wir schauen mal, was mit unserem Mate hier passiert. Wir werden auf jeden Fall mal kurz gesappt, das ist uns aber egal. Wir schauen einfach, was mit unserem Druid passiert. Der Tank von denen hat jetzt die Flagge, der Druid rennt raus. Oder? Kriegt der Druid jetzt nicht auf Fresse? Nee, da defft doch keiner. Mysteriös gerade, weil die erste Flagge ist nämlich direkt gestorben von uns, glaube ich, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Wir schauen mal, ob wir die Flagge direkt wieder kriegen. Das soll der Tank, soll irgendwo rennen. Der rennt über eine FH, rennt mit zwei Leuten raus. Drei Leute, ein Demon Hunter ist mit dabei. Low Gear, der Demon Hunter. Das sieht mir nach netten 1v1 aus. Let's fucking go. Wir schocken den, slowen ihn gleich mal. Schauen, dass er zu uns springen muss. Hat er keine Lust? Was macht er denn? Hat er gerade irgendwie gewartet, bis das ready wird oder so? Wir locken ihn mal weg, slowen ihn nochmal auf Range, schauen, dass wir langsam Richtung Flagge kommen hier. Eventuell können wir den finishen hier mit Essenz. Nein, kriegen wir gerade nicht, aber wir können vielleicht die Flagge klauen hier. Wunderbar, der ist down. Der Druid geht auch nochmal rein, Essenz geht hinterher. Machen hier gleich mal unseren CD an, Ball ein bisschen hinterher. Big Damage. Wieder nicht mein Kill. Das geht sich gerade nicht aus. Es ist immer noch, auch wenn schon jetzt, wie lange läuft BFA jetzt schon? Seit... 2 Jahren.
Auch wenn schon, das sind die ganzen Alis. Auch wenn schon so lange her ist, komme ich immer noch nicht drauf klar beim Elementarschaman, dass wir Cooldown haben auf, okay, erstmal Disconnect bekommen, das war nicht so gut, aber wie gesagt, erstmal drauf gekommen. Es nervt mich immer noch, dass Schamane Cooldown hat auf den Flame Shock und man den quasi nicht mehr einfach spammen kann. Der hielt sich gerade mit Fiole halbwegs gut gegen und mit Holy Shock auch noch drauf, beziehungsweise mit Glimmer, nicht Holy Shock. Glimmer ist ja der Buff, den Holy Parler hinterlässt, mit dem Azerit-Trade, womit er dann quasi, ja, er schockt quasi mehrere Ziele und wenn er da das nächste Mal Holy Shock used, dann macht er entweder Damage auf den Gegner oder es healt halt einfach. Da sollte man immer ein bisschen schauen. Der geht rein. Wir haben die Flagge nicht rübergebracht. Die haben tatsächlich unsere Flagge wieder direkt gewiped. Die geben nicht auf. Das finde ich sehr, sehr geil, dass sie da auf jeden Fall weitermachen. Und dann nicht immer instant ihren Widerstand einstellen. Da haben wir schon mal Freedom raus. Ah, ich wollte so bad gerade den Instant Heal purgen. Oder den Instant Heal Immunity purgen. Und ihn direkt drauf kicken. Der Tank hat schon wieder die Flagge, oder? Ne, das ist nicht mal der Tank. Das ist diesmal der Zwerg. Der geht aber wieder oben raus. Wir schauen, ob wir zu dem gleich hinkommen. Vielleicht sollte mal irgendwer von uns... Wir laufen immer so hin und her. Die Allianz läuft zu unserer Flag, wir zu deren und beide Flags sterben permanent. Das läuft hier nicht so mega, wie es eigentlich sollte. Da drin steht noch ein Elishami, der wird allerdings schon komplett zerrissen vom Shadow Priest. Und vom Afilok, genau da hinten. Unser, oder? Ne, wobei, jetzt ist nur der Holy Parler da. Wo ist deren Flag jetzt? Die Flag, oder unsere Flag, da ist unsere Flag. Der Vari läuft erstmal mit Recklessness raus. Wir können eigentlich direkt Lasso usen. Wird wahrscheinlich Insigne werden, oder? Keine Insigne bereit, wie es ausschaut. Da kam gerade noch irgendwas. Ist da gerade was gestaved? Habe ich mir das gerade eingebildet oder war gerade ein Schurke irgendwo in der Nähe? Ich habe gerade irgendwie ein Nameplate mega groß gesehen in der Nähe von mir. Nee, bin ich auch schon nur noch im Trippen gerade. Doch, unsere Flag kommt jetzt, glaube ich, finally mal durch. Doch, da war ein Pharaoh, oder? Ne, aber warte mal, der ist schon tot. Da drüben ist ein Warlock. Ein Hunter? Was? Der Demon Hunter will unsere Flag. Da ist er schon. Okay, jetzt haben wir ihn. Aber die sind alle nicht so mega geared. Das ist immer angenehm hier. Nein, was soll denn das jetzt? Ich habe alles an, Alter. Der Mind Control den erstmal auf meine Cooldowns drauf. Was soll das? Können wir nochmal CDs usen? Können Elementar stellen? Einfach nur so. Just for the fun. Big Damage geht raus. Leider cloaked er nochmal. Jetzt kann ich ihn nicht killen gerade. Vielleicht kriegen wir ihn. Sniped. Nice. Die gehen nochmal rein, oder? Der Hunter gibt nicht auf. Kriegen wir den geslaut? Den kriegen wir geslaut. Können ihn daraufhin erstmal Flame schocken. Dann brockt seine Auto-Insi. Ich missklick mich so oft die ganze Zeit. Wir können ihn hier nochmal hexen. Wobei, ist eh schon egal. Das sollte dauern gehen. Beides geht raus. Wunderbar. Der ist tot. Der Dudu wieder auch nochmal rein. Den Slowen war auch hier. Auch wenn er einfach shapeshiften kann. Die Frage ist, ob er es macht. Wir stellen hier einen Stun-Totem und stellen nochmal einen Slow drauf, damit er drinnen bleibt. Weil Lasso habe ich gerade keins. Das heißt, wir müssen irgendwie anders supporten gerade. Der Pali drüben hielt. Dann geben wir dem ebenfalls noch Schock. Können den nochmal slowen, schauen, dass wir im Schimmer vielleicht purgen können. Ja, wobei wir purgen hier Last Sand, damit der Pali am Chaos Ball direkt drauf geht. Slowen eventuell den Magier, will er nicht? Komm, gib 1v1 oder gegen den Ele 1v1. Wobei der Ele hat noch weniger Gear. Was ist das jetzt? Das hatte ich auch noch nie in ganz BFA, dass ich ein BG habe, wo alle Lower Gear sind im Gegnerteam. Ich habe gerade irgendwie 4-5 BGs mit dem Shami gespielt, um ein bisschen reinzukommen. Und ich glaube 4 BGs waren loose, weil wir komplett gefarmt wurden von Allianz gerade. Jetzt ist erstmal komplett umgedreht. Wir kicken vielleicht das Sheep. Nein, kicken wir nicht. Schauen wir, was der vorhat. Greater Pyro hat er mich erstmal gefaked. Schauen wir, ob wir ein bisschen Damage rausbringen. Gerade er kickt eh nicht mich. Können ihn allerdings Lasso geben hier. Da kommt auch schon die Insigne hinterher. Wird wahrscheinlich gleich mal für Breath gehen. Use New Essence. Und da ist er auch schon tot. Unsere Flagge haben wir leider gerade nicht. Aber der Dudu geht für Speedcap, oder? Ja, er ist noch ziemlich weit weg. Schauen wir, ob wir gleich wieder rüberkommen zu dem. Bersi Buff ist nie einer da, Alter. Oh, 1v1 gegen Vari. Let's go, der hat Gear. Ich komme null klar. Macht er was? Oder hat er keinen Bock? Nein, der Destrolok, Alter. Respektiere das 1v1. Wobei, jetzt ist 2v2. Da zählt, jetzt ist 2v2. Oh, oh, jetzt werden sie immer mehr. Oh, oh, die haben alle Gear. Ich bin raus. Destrolok, hau rein. Ne, warte mal, wir können ihnen auf CDs jetzt Lasso geben. Dann, Big Airshock gleich. Jetzt Big Airshock. Essence hinterher, Instant Cast hinterher. Nice. So, ich habe den Destro da hinten leider ein bisschen verlassen. Es tut mir unglaublich leid, Alter. Ich bin schon wieder da zum Supporten gerade. Der geht erstmal in Cloak rein. Wir slowen den anderen. Ja, wobei jetzt sind wir auch schon wieder so viele. Wir können hier nochmal einen Slow-Totem stellen. Vielleicht kriegen wir den Rogue gerade durch Lucking im Sun-Totem raus. Ne, sieht nicht so aus. Double Hit. Stormkeeper geht an. Zack. Sniped. Dann hier nochmal rein. Big Airshock. Ah, so. Oder ich glaube, das war meiner. Damn. So, wie schauen wir aus? Wir kriegen die Flagge nicht durch.
Entweder picken wir gerade gar nicht mehr oder wir werden hier gerade ein bisschen gefarmt. Ich glaube, ich gehe mal für Flagge und schaue, ob da drin vielleicht was abgeht. Wobei, helfen wir dem Dudu. Der Dudu kriegt sogar schon irgendwas, oder? Nee, der hat den Debuff drauf. Kenne ich gar nicht. Was ist Lethargie? Ich glaube, es ist von irgendeinem Schmuckstück oder, Schmuckstück oder so. War gerade nicht so schlau, dass ich ihm den Sprint geklaut habe. Ah, hier ist sogar einer. Der Demon Hunter ist hier am Deffen, oder? Nein, der macht gar nichts. Doch, der Deft hier. Blödsinn, der andere war im Stealth. Oh, Lasso Brock. Ah, Lasso, wer heißt denn? Seine Auto-Insignie Brock. Oh mein Gott, ich komme nicht klar. Wir kicken ihn. Wenn wir ihn instant kicken, kriegt er keinen Haze Brock. Der kann aber eh nicht kicken, wie es aussieht. Der ist ein bisschen AFK. Da kommt erstmal ein neuer rein. Der wird erstmal eingeweiht. Was geht ab? Wir killen vielleicht noch den DH. Wobei, kriegen wir gerade nicht. Big Meteor geht raus. Können wir vielleicht stunnen? Können wir nicht. Das war komplett gebrainlagged. Big Air Shock gleich. Gas gehen raus. Wir purgen alle Heals runter. Iron Bark oder Barkskin ist an. Alle Heals sind runter. Instant Hotted nochmal. Wir purgen ihn bis zum geht nicht mehr. Solange bis er nichts mehr drauf hat, dann können wir nochmal Damage machen. Geben ihm nochmal Lasso. Ist sich allerdings schon wieder am Hotten. Dann können wir leider nicht stoppen. Jetzt wurden wir ein bisschen gebaitet. Wobei, da ist unser Zerg gerade am Start. Gehen nochmal vom Vari weg. Schauen, ob wir den Vari slowen können. Können Stormkeeper? Geh nicht rein. Big Sins. Big Air Shock. Wunderbar. Die haben wieder Flag. Die geben nicht auf, Alter. Ich liebe es gerade. Die geben nicht auf. Wir haben allerdings deren Flag. Wo ist unsere, ist jetzt die Frage. Ist die schon durch? Nee, oder? Nee, die kommt da. Blödsinn. Da ist ein... Jetzt sind alle mit Low Gear geliefert und jetzt sehe ich, die HP gehen immer nach oben. Immer weiter und weiter und weiter. Das könnte mal interessant werden. Wobei, es sind nur noch 3 Minuten. Wir können auf jeden Fall mal ihn hier slowen. Schauen, dass wir gleich alles drauf haben. Unser Totem aufstellen hier. Der wird auch schon rausgenommen. Der ist raus. Biggest End. Zack. Aus dem Leben geballert. Kombass können wir purgen. Können ihn dann auch mal kicken auch noch. Dann kriegt er gar nichts mehr raus. Auf den Schock ist direkt vorbei. Dann geben wir ihm nochmal Lasso. Wir Trinket. Der Schurke geht nochmal Vanish. Dann haben wir irgendwo einen Druid. Oh, der Tod und Verfall war göttlich gerade. Wir stellen Stun-Totem auf mir drauf auf. Und wenn er nichts machen kann, Essenz geht raus, der ist tot. Dann schauen wir, wie schauen wir drüben aus. Jetzt geht, glaube ich, unsere Flanke auch finally mal durch. Dann haben wir nämlich einen Safe Win. 2 zu 0 in 2 Minuten 30. Sollte eigentlich ziemlich, ziemlich safe werden für uns. Oh, unser Zerg wird da vorne ein bisschen überfahren. Der Druid stirbt, glaube ich, noch. Wir haben keinen Heiler da vorne. Ah, die sind nur zu zweit. Die sind nur zu zweit und die gehen rein. Können wir schauen. Wir können den Pali hier purgen. Dann können wir ihn nämlich slowen. Wobei, er soll sich ausgehen. Der Druid ist fein. Der ist komplett fein. Essenz geht raus. Schön den Kill abgestaubt. Die gehen nochmal rein. Der Vari, komm. Komm her zu mir. Wir kicken den mal auf die andere Seite rüber hier. Damit er ein bisschen weg ist von mir. Slow ihn auf den Leap, damit er ja keinen Hit rauskriegt auf mich. Denn sobald er einmal Blutdurst macht, dann ist halt instant wieder vorbei. Weil dann kann er sich halt Freedom buffen quasi selber, indem er halt mit dem Talent spielt zumindest. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Fury gibt, der das Talent nicht pickt. Wir schauen mal, ob wir die letzte Flagge noch kriegen können. Oder ob die gerade wieder deffen. Der Druid von denen, der neue, geht auf jeden Fall für Flagge holen. Der war nicht so bad, der Healer. Das muss man ihm lassen. Eventuell können wir die Flagge holen. Oder ist der DH noch am Deffen gerade? Wir können auf jeden Fall schon mal irgendwo hier einen Slow-Totem stellen, damit, falls er auf mich drauf springt, direkt geslowt wird. Ansonsten gehen wir wieder unten raus, weil unser Friedhof... Am Friedhof wird eh gezerkt. Unser Rogue geht sogar down. Oh oh. Weil wir zergen alle da drüben und ich glaube, die sind zu zweit oder zu dritt gerade bei der Flagge. Das heißt, da kann ich gerade nicht allzu viel machen. Der DK, da wird das Pad gerotet. Ich weiß nicht, ob da gerade noch einer rankommt. Der kriegt schon mal gut auf Fresse hier, deswegen stellen wir gleich mal CDs. Können hier vielleicht alles anmachen. Meteor geht raus. Big Instant Cast. Schauen wir, dass wir hier ein bisschen was rauskriegen gegen den und eventuell hier einen Kill kriegen. Springt da mal hinterher. Das sollte aber nichts werden. Lasso hätten wir sonst auch noch. Die Flagge von denen ist wo? Oh, der Shadow Priest. Der Shadow Priest rasiert rein und der DK. Wobei, da ist noch ein zweiter mit dabei. Oder? Ne, ist nur er. Ne, okay, ist echt nur er. Oh, sprengt nochmal, wird nochmal zurückgegrippt. Wir können gleich fürs Lasso gehen ja auch noch. Können hier nochmal Lasso usen. Außer Reichweite. Ne, der ist ein Rogue dabei. Ich wusste doch, der ist ein zweiter gerade. Wir slowen den. Können den Rogue hier erstmal hexen, dann geben wir ihm Lasso. Ah, wobei er ist schon komplett immun. Da spawnt erstmal ein Tentakel out of nowhere. Und dann können wir hier eventuell den noch klauen. Oh, ich glaube, war meiner. Vielleicht kriegen wir die Flagge auch noch durch. Das würde nämlich heißen, dass alle noch ein bisschen mehr Ruf kriegen. Wir haben 20 Sekunden Zeit, halt ich reden wie wahnsinnig. Schauen wir, ob sich das noch ausgeht. Wir halten so eng wie möglich an der Wand, dass wir vielleicht noch den Sprint kriegen. Flo mit dem Hardcarry, Alter. Viel Ruf für alle. Für alle, die sich noch den Ruf hier farmen wollen. Ah, wir haben nichts da. Oh mein Gott, das wird... Nein, jetzt ist er gespawnt, aber das Umdrehen ist nicht mehr worth. 5 Sekunden. 3, 2, 1. Nicht mal annähernd knapp war das gerade. Wunderschönes BG.
gut gestealt zwischendrin. Damage haben wir jetzt nicht so viel gemacht, aber war ein sehr, sehr interessantes Beginn. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer ab damit unten in die Kommentare. Vergesst natürlich mit meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.